Na toll, was für ein genialer Beginn. Glück mit Regen. Ja, ihr seht, mein Treppenhaus sieht etwas anders aus. Ja, wir hatten vor kurzem, also vor meinem Urlaub, einen Livestream, wo wir hier zusammen mit DJ Waffel das Haus hier, also das Treppenhaus eingerissen haben und schon mal so gut wie es ging neu hochgezogen haben. Ja, da bauen wir aber irgendwann mal wieder weiter. So, jetzt setze ich erstmal hier zwei Späne. So, die Schutzwand habe ich im Game Mode auch wieder abgesetzt. Ja, und wir werden heute uns ja um dieses Kulis hier kümmern. Weil, wie gesagt, wir müssen die um, wie viel war das? Was, drei Steine versetzen, aber auch in zweier Dingens. Ja, und dann würde ich sagen, den Rest nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LBLP mit mir, der lieben Melli. Ich werde mal eben einmal mich drehen. Hallo, das bin ich. Hier mit ihrem Hufflepuff-Krawatte und Schürchen und Krawatte und Kopf. Der typische Zeichenführer der DA oder wie man es auch sagt. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir heute wieder die falsche Taste. Ich kriege das nochmal hin. So, erstmal müssen wir hier bisschen was abreißen, weil wir müssen ja auch hier neu bauen. Aber erstmal nur bis hierhin. So. Ja, bis dahin machen wir das. Damit wir zumindest mal die Außenwand da ein bisschen abändern können. Ja, genau. Also ich habe heute auch ein kleines Thema für euch. Was heißt ein Thema? Ich würde euch gerne etwas über meinen Lieblingsfilm erzählen. Aber wisst ihr, was ich gerade... Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mir nicht schon die hier schon mal hole. Weil, wie ihr seht, habe ich da schon mal angefangen, die rumzusetzen. Weil der muss ja hier auch so ein bisschen weg. Leider Gottes. Und dann einmal da rum. Ja, dann ist das hier auch komplett falsch. Toll. Ja, komm, wir fliegen mal. Wartet mal. Slash. Oh. So funktioniert das. Okay. Dann gehen wir mal eben Steine ein. Mal so ein Stack mit. So, dann gleich Wurm. Dann sind wir im Turm. Sehr schön. Jetzt weiß ich auch, was ich im Stream falsch gemacht habe. Ich habe vergessen, einen Wurm davor zu setzen. Deswegen hat das nicht funktioniert. So, Treppen brauchen wir auf jeden Fall noch. Also einmal hier dran und dann brauchen wir uns ein paar Stufen. Ich habe genug von den Steinen. Ich gehe mal davon aus, dass ich auch irgendwann noch mehr brauche davon. So. Und wieder hoch. Und dann reißen wir jetzt erstmal den Koloss hier ab an der Seite. Das, ja, hier bin ich auch überlegt, ob wir da nicht hier diese da reinklatschen. Dass nicht dann doch so ein bisschen sich abhebt, weil das sieht ziemlich einheitlich aus. So, ich muss ja von oben anfangen, ja. Jetzt versuchen wir mal. Ah. Alles hier abzureißen, weil das muss ja alles versetzt werden. Ich habe mir ja da sch schöne Markierungen gemacht. Ja, Akzente werde ich erst zum Schluss. Also ich ziehe jetzt erstmal alles so weit hoch und dann werde ich hinterher eventuell noch ein paar Akzente setzen, beziehungsweise ein bisschen Profil reinbringen. Aber Profil kriegen wir ja alleine schon dadurch. Mal dieser Regen. Kannst du mal bitte aufhören? Das wäre ganz nett. So. Ja, was möchte ich euch gerne euch erzählen? Oh, habe ich wieder mal zu viel rausgeholt. Aber egal.
Ja, mein Lieblingsfilm von den Harry Potter-Reihen. Würde ich so gerne mal mit euch so ein bisschen reden. Warum, weshalb, was mir daran gefällt. Wo war ich denn? Da oben. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Ihr könnt mir ja dann auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Filme ihr mögt. Und warum und was euch daran so toll findet. Also was ihr daran so toll findet. Mein Gott. So, erstmal hier eben alles ab. So. Ja, wenn diese Folgen hier rauskommen, bin ich wieder am Arbeiten. Ist mein schöner Urlaub wieder vorbei. Ja, 3 Wochen gehen natürlich sehr schnell vorbei. Aber ich muss sagen, werde ihn wohl ziemlich genossen haben. So, wunderbar. Das funktioniert ja wie am Schnürchen hier. So. Ah, jetzt habe ich meine Axt wieder unten reingetan. Ne? Mal bräuchte ich die ja noch. Naja. Sind, glaube ich, nur ein paar Stück, die ich da brauche. Ne? Ja. Das kriegen wir wahrscheinlich auch damit hin. So. Und wieder an der Wand geklatscht. Mein Gott. So. Dann auch das. Ja. So, meine Lieblingsfilme. So, jetzt kommen wir mal endlich mal dazu. Jetzt bin ich nämlich unten gelandet. Ja, das ist einmal Teil 3. Weil ich finde, der ist sehr nah am Originalbuch, also am Buch angelehnt. Obwohl ich auch da sagen muss, dass da so ein paar Sachen sind, die vielleicht fehlen. Aber die ich jetzt nicht, sag mal, so graviert. Na toll. Wie ich jetzt gesagt habe, ist jetzt nicht so gravierend, aber ich finde ihn noch am schönsten von allen. So, jetzt müssen wir aber erstmal hier den Kulass nochmal abbauen. Den kann nicht sein, dass ich den nochmal versetzen muss. So. Baut man Sachen und dann baut man sie wieder ab. Ja. So. Na, gehst du? Ja, mit dieser Spitzhacke muss man wirklich sehr vorsichtig sein. So. Dann gucken wir mal ein hierhin, dahin. So. Also wir bauen die jetzt erstmal da rum. Oh, war ja doch nicht verkehrt. So. Ja, das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Oh. Und da noch 2 Steinchen. Und da müssen noch 2 rein. So. Ja, hier müssen wir das auch wieder abmachen. Also ich bin schon im Überlegen, ob ich da mit Heißslips arbeite. Muss auch mal austesten. Was überhaupt so funktioniert, wie ich mir das denke. Ja, doch. Aber ich komme da nicht hier unten aus, ne? Nee, dann hätte ich das noch ein Stück hier rüberziehen müssen. Okay, das funktioniert nicht. Oder, warte mal. Wenn ich von oben anfange. Oh, nee. Komme ich auch nicht da. Obwohl, ich will ja eh einen rüber. Gesagt, dass wir hier noch eine Reihe drauf machen, haben wir ja auch. Also von daher ist das doch eigentlich gar nicht mal so. Warte, habe ich denn? Ja, habe ich. Wunderbar. Habe ich mich ja doch sehr gut equipped.
erstmal hier. Ja, ich wollte eigentlich da hinten machen. Und jetzt mache ich wieder hier. Hm. Sieht aber eigentlich wesentlich besser aus, oder? Bin ich jetzt dulle? Es kommt aber nicht so hoch. Nee. Wir machen es doch. In Stufen, weil ich finde. Na, das war knapp. So, die kommen jetzt erstmal hier weg, 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 weg. So, ja, ich habe genug Stufen. Jetzt kommt das wieder nicht aus, ne? Schon wieder ein Loch drin. So, wenn ich jetzt hier... Oder wir machen es wirklich so mit den Half-Slabs hier vorne. So. Und dann... Müsste man sehen, wenn es ein bisschen mehr ist, ne? Hm. Ist das so wirklich? Nicht aus. Oder wir müssen da auch noch mal einen höher gehen. Und dann kommen wir ja da aus. Hm, wir probieren es mal aus. Ja, wir probieren. Geht ja nicht. So. Dann würde das ja hier. Ach ja, ich wollte eigentlich die Seite machen. Dann, was mache ich? Wieder was vollkommen anderes. Wunderbar. So, machen wir eben hier einen. Moment, ups. So, das sieht aber so aus, als wenn das jetzt mal hin wird. Ja, wir müssen da auch einen höher gehen, weil dann kommt es hin, definitiv. Ja, dann ist die Sache erledigt. Wunderbar. So, jetzt müssen wir erstmal die richtigen Steine wieder haben. Die kommen erstmal hier da weg. Und eigentlich dann diese hier hin. So, das hoch. Dann können wir hier noch so da dran, weil dann sieht das wenigstens ein bisschen noch was aus. So. Ja. 1, 2, 3. Wie breit war der denn? Wie viel Breite haben wir denn gemacht? 1, 2, 3, 4. Okay, eine 4er Breite brauche ich. Wir haben erst 3. Wunderbar. Jetzt gerade mal eben aus, wie weit ich hochgehen kann, bevor ich jetzt in die
schräge gehe. So, und ab hier müsste ich jetzt praktisch so gehen. Ja, sogar glaube ich einen früher. Erstmal bis dahin. Dann gucken wir mal, dass wir das auch hinkriegen. So. Ja, ich war ja beim Teil 3, also das, der gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsfilmen. Dann ist auch Teil 7, 1. Beide, also 1.1 und 1.2. Ja, 1.1. 7.1 und 7.2, so heißt das. Weil, ja, also meiner Meinung nach haben sie auch da alles soweit richtig gemacht, dass sie das auf zwei Teile getappt haben, anstatt es auf einen zu tun, weil das wäre sehr, entweder sehr lang geworden oder halt kurz und dann. Ja, wäre nicht alles drin gewesen. So könnte man da halt vieles unterbringen, ne? Obwohl ich auch der Meinung bin, hat auch über die Hälfte immer gefehlt. So. So. Wie schnell so was hochgezogen ist, ne? Oh, das war nicht. Ja, ganze Zeit nicht ein verbauen, jetzt und dann direkt zwei verbauen hintereinander oder was? So, gleich sind wir oben. Ich muss mir gleich mal eben das Bild noch mal angucken. Das heißt, ich muss mir mal eben mal hier. Moment. So, weil ich hatte mir nämlich im Internet nachgeguckt, wie dieser Eingang aussieht und wie viel Platz zwischen der Tür und diesen Säulen an den Seiten ist. Deswegen lasse ich mal eben kurz einmal in die Galerie. Was haben wir denn da geschrieben? Okay. Na, egal. Gucke ich später. Also auf den Bildern ist zum Beispiel da hinten gar keine Tür. Aber egal, das war jetzt auch nicht meine Intention, warum ich diese Bilder. Ah, da sieht man es am besten. So. Ja gut, da sind zum Beispiel wieder Türen drin. Komischerweise. Oh, da ist sogar ein Pool, den sehe ich gerade. Das heißt, bei der Tür müssen wir noch was machen. Also da muss noch ein Stück nach vorne. Hm? Ich muss schon nicht sagen, ich glaube, hätte das genau ausreichen müssen. Ich gehe davon aus, ob wir hier noch einen Pool.
Weil das müssen wir ja eh wieder abreißen hier. So. Also wenn ihr jetzt einen Brummen von meinem Handy gehört habt, ich habe gerade eine WhatsApp-Nachricht gekriegt. Warte. Ja, später. Mache ich das später. Ich muss eh noch einige Kanalbeschreibungen schreiben für andere. Für meinen Sohnemann auch noch, weil der hat sich ja jetzt auch noch einen Kanal. Aber ich glaube, der streamt nur. So. So, ist die ganze Gruppe los. Quatsch hier noch ab. Nee, der Dratzi-Fatzi geht, ne? Oh. Ja, die Löcher machen wir gleich zu. Ist halt der Nachteil an dieser Spitzhacke, weil er baut wirklich alles ab, was man nicht will. So. Außer man kann damit umgehen, aber wenn man so gedrückt hält, ne, dann geht das. Oh. So. Aber hier zu meinen Lieblingsfilmen aus der HP-Welt gibt es demnächst ein separates Video, also meine Videos, also die sind in Planung, also da ist ja jetzt im Moment nichts großartig gekommen, weil ich jetzt nicht wusste, machst du das weiter oder lässt du das, aber das habe ich nur dazu beschlossen, ich werde die weiterführen, das heißt es. Welche warten eine Menge Top 10 Videos, also wenn ihr gerne da mal reinschauen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Ich sehe gerade, ich kann jetzt mittlerweile wieder sehen, wie lange ich aufnehme, und ich sehe gerade, wir sind schon fast am Ende. Ich muss jetzt nur mal eben kurz gucken, der Abstand von der von hier nach da 1, also 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also wir bauen jetzt das hier noch ab. Und dann muss ich meistens vielleicht die 10. So. Ja, der Umzug meines Hogwarts steht ja auch schon kurz bevor, und beziehungsweise wenn dieses Video hier online kommt, wird der Umzug schon vollbracht sein. Denn wie gesagt, wie damals, also wie ich vor kurzem gesagt habe, zieht mein Hogwarts ein klein wenig um, weil wegen Schwierigkeiten auf dieser Map soll auch eine neue Welt generiert werden, um eventuell den Fehler endlich in den Griff zu kriegen. Sehr massiv, ne? Meine Hügel sind so richtig, das weiß ich jetzt nicht mehr. Mal von den Bildern her, warte mal. Sind die Treppen eigentlich eher so zwei hoch? Also zwei, drei hoch. Ich gehe ja schon weitaus höher. Das ist ja schon sehr lustig. Ja, aber die gehen bis zu den Säulen, ja, sogar die ersten Stufen. Also ist das schon richtig, richtig, richtig. So, 9 haben wir gesagt, ne? Oh, dann war... Eben. Wunderbar. Dann kommen wir da erstmal wieder einen rein, so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann kommt der Vierer. So. Das kann ich hier als Maßstab nehmen. Das wäre bis hierhin. Ja, okay, das ist jetzt nicht ganz da, aber ich weiß ungefähr bis wohin. Und dann geht's. Ich glaube, jetzt bin ich schon zu hoch, oder? Ja, da fange ich schon an, in die Schräge zu gehen. Also hier. So. Ja, okay. Ich will jetzt mal nicht mehr so lange Folgen machen, deswegen
werden wir jetzt mal so langsam zum Ende kommen. In der nächsten Folge machen wir natürlich hier weiter, damit die Außenfassade dann doch endlich mal fertig wird. Machen wir die Löcher noch zu. Ja, und dann würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, welche Lieblingsfilme eure sind aus der HP-Welt. Und ja, dann können wir gerne in den Kommentaren uns austauschen. Oh, ich habe jetzt ein Zweier hier. Egal, das ist auch nicht schlecht. Vor allen Dingen sehr hoch. Das ist das, was ich immer wollte. So. Oh, passt, wackelt und hat Luft. Gefällt mir. Ja, wie gesagt, dann gehen wir mal hier runter. So, und dann. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus und ja, und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid, weil wir werden uns jetzt erstmal die nächsten Folgen hier drum kümmern, dass der Außenbereich fertig wird. Und dann machen wir hier drin weiter, dass da oben die Lampen dran kommen und Bilder und ja, und die Seite lehnen wir natürlich an Teil 5 an, wo die Umbridge ihre komischen Dinger. Also wer möchte, kann sich gerne in den Kommentaren austoben, mir erzählen, welche Filme ihr mag. Und ja, je aktiver ihr seid, schauen wir mal, was da passiert. Ne? Oh, und hiermit wünsche ich euch dann einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus und ciao.